Hallo, im letzten Video habe ich gezeigt, wie man eine Web-API mit Python erstellt, ohne dass man irgendwelche Frameworks braucht. Und das Verfahren war recht einfach. Man hat einfach die Anfrage über den Browser erhalten. Diese Anfrage hat man in einen Dictionary umgewandelt. Dann hat man die Inhalte dieses Dictionary gesäubert und man hat dann diverse Variablen draus gemacht, in dem Fall Vorname, Nachname, und dann hat man diese Variablen in der zu der Funktion Gruß gestellt, und die Funktion Gruß, die gibt dann quasi den Text Hallo, Vorname, Nachname und dann wie geht es dir. Und so ungefähr läuft das mit jedem Python-Skript. Man hat den Skript da. In dem Fall unser Python-Skript, unser purer Python-Skript, ist eigentlich nur diese kurze Funktion. Und der Rest ist quasi nur da, um diese Query, diese Anfrage über den Browser zu parsen und die zu säubern und dann diese diversen Inhalte oder diversen Parameter dann an unser Python-Skript zu schicken. Und unser Python-Skript oder Funktion in dem Fall gibt dann diesen Inhalt zurück und der wird dann hier gedruckt. Und so hat unsere Python-Web-API funktioniert. Natürlich, die Funktion hier ist eine relativ einfache Funktion, aber man kann dann auch viel komplexere Funktionen machen. Das wird genauso funktionieren, es ist dasselbe Verfahren. Und jetzt in dem Video will ich Folgendes machen. Ich will jetzt diese Python-Web-API mit einem PHP-Skript aufrufen. Und ich habe mal schon hier ein einfaches Skript erstellt. Das Skript ist quasi beinhaltet nur eine HTML-Vorlage und die Vorlage wird dann dargestellt. Und hier sieht man, da ist jetzt meine HTML-Vorlage. Die hat zwei Formularfelder, einen Knopf, da heißt Gruß erstellen. Und jetzt will ich von diesem PHP-Skript die Python Web API aufrufen. Jetzt, bevor ich die Web API aufrufe, will ich erstmal das PHP ein bisschen säubern. Und zwar, was mich hier stört, ist, oder fangen wir mal von vorne an. Und zwar, wenn man mit HTML-Formulare arbeitet, hat man zwei Methoden, wie man die Inhalte schickt: einmal per Post, einmal per GET. In dem Fall ist es Post. Und wenn ich jetzt sehen will, welche Inhalte habe ich in mein Formular eingegeben, beziehungsweise wie erfasst PHP die Formularinhalte? PHP erfasst die Formularinhalte mit einer Variable, ein Array sozusagen, der heißt $post. Das ist eine globale Variable. Ich tippe mal erstmal, dadurch, dass es eine Array ist, Arrays druckt man oder zeigt man am besten mit print-r, und der Array heißt $post und die wird dann so geschrieben, alles in Großbuchstaben, weil die global ist. So sieht die jetzt aus. Und jetzt, wir können es ja gleich testen. Wenn ich jetzt hier den Namen Ralf und hier Baum eingebe und dann auf Gruß erstellen, sieht man, jetzt habe ich meine Post-Array erstellt und die sieht man hier unten. Das ist eine Array, die hat zwei Schlüssel, Vorname und Nachname. Und zu jedem Schlüssel ist jeweils der Inhalt, den ich eingebe habe. Und woher kommen diese Schlüssel? Die Schlüssel kommen von den Formularfeldnamen. Wir haben ja zwei Formularfelder hier mit zwei Inputs und hier ist der Name des ersten Felds und das ist Vorname und der Name des zweiten Feldes ist Nachname und daher werden diese Schlüssel erzeugt. So, jetzt bevor ich weitergehe, will ich auch mein PHP-Skript ein bisschen besser gestalten. Und zwar, was ideal wäre, wenn ich jetzt hier einen Namen eingebe, hätte ich gern, dass der Name hier drin im Formularfeld bleibt und nicht wieder rausfliegt. Und ditto auch für den Nachname. Und ich möchte das nicht haben. Und falls ich nichts eingebe, möchte ich, dass hier leer ist. Deswegen, wie man das macht, ist folgendermaßen. So, und da fange ich an mit einer Wenn-Bedingung. Und zwar hier, if und wenn, Quatsch, wenn $Post Vorname existiert, dann soll die Variable Vorname, das ist eine neue Variable, dann soll die gleich den Inhalt von Post Vorname beinhalten. Also sprich den Namen, den ich eingebe. Ansonsten, wenn nichts eingegeben wurde, dann soll Vorname gleich leer sein.
Und dann werde ich eine neue Variable erstellen, die heißt HTML-Output. Und diese HTML-Output benutzt die Funktion String-Replace, also STR-Replace. Und es wird jetzt zuerst diesen Platzhalter von der Vorlage wird ersetzt durch die Variable Vorname. Und wo soll diese Ersetzung stattfinden? Das soll in der Variable HTML-Vorlage stattfinden. Also das heißt hier HTML-Vorlage und Semikolon. Und was ich hier output, ist den HTML-Output, nicht die Vorlage. So, das heißt, was hier passiert ist, ich habe eine neue Variable, die heißt Vorname. Falls ich einen Vorname eingeben habe, soll diese Variable diesen Namen spiegeln, ansonsten ist leer. Und Inhalt dieser Vorname soll dann hier sein, soll dann in dem Formularfeld drin stehen. Die Vorlage, die HTML-Vorlage hatte diesen Platzhalter für den Wert, den man eingibt, und der wird jetzt mit der Variable Vorname ersetzt. Und dann letztendlich tun wir den HTML-Output darstellen. Und jetzt, wenn ich das ausprobiere, Ralf und Baum und erstellen, dann habe ich jetzt hier was. Ich muss hier noch speichern, habe ich komplett vergessen. So, jetzt müsste es dann gehen, mein Fehler. Ralf und dann hier Bau. Und wenn ich jetzt auf Groß erstellen gehe, dann habe ich auch noch einen Fehler. Das muss ein Semikolon sein, kein Doppelpunkt. Okay, gehen wir wieder zurück. Ralf Baum, Groß erstellen und immer noch gar nichts. Else habe ich noch vergessen. Mein Fehler wieder. So, jetzt müsste es garantiert gehen. Ralf und Baum. Und jetzt habe ich dann Ralf da oben. Jetzt sieht man, ich habe Ralf. Und wenn ich nichts eingebe, dann bleibt das Feld auch leer. Und so ist es gewünscht. Jetzt habe ich das vor Vorname gemacht. Dasselbe kann ich dann auch vor Nachname machen. Copy und dann hier Paste. Und dann machen wir hier Nachname. Nachname. Dann ist das Nachname. Und hier ist die Variable heißt auch Nachname. Und hier auch die Variable Nachname. So, jetzt habe ich quasi zwei Variablen erstellt, Vorname und Nachname. Und wenn was eingegeben wurde, dann sind die Variablen, haben dann gleich den Inhalt, den man eingegeben hat, ansonsten sind sie leer. Und ich habe hier einen ersten Ersetzungsvorgang, habe ich den ersten Platzhalter durch die Variable Vorname ersetzt. Jetzt will ich den zweiten Platzhalter auch durch die Variable Nachname ersetzen. Dann kopiere ich mir das da und füge es hier ein. Und hier ist in dem Fall String Replace Wert Nachname mit die Variable Nachname. Und hier muss man aufpassen, nicht die HTML-Vorlage, sondern den Output, weil der Output, der erste Ersetzungsvorgang hat stattgefunden und ich will jetzt anhand dessen weitermachen. Und wenn ich bei der Vorlage bin, dann wird dieses hier ignoriert. Wenn ich die Vorlage hier nehme, beim zweiten Ersetzungsvorgang, wird der erste Ersetzungsvorgang komplett ignoriert. Deswegen muss ich hier die HTML-Output hier als Basis für die zweite Ersetzung nehmen. Und dann müsste ich jetzt das alles haben. Jetzt gehen wir mal hier wieder rein. Geben wir mal einen anderen Namen, Lena Groß. So, und jetzt habe ich die Inhalte bleiben hier drin. Und wenn nichts ist, dann habe ich nicht mehr diese komischen Inhalte von der Vorlage. Okay, gut. So, und so habe ich dann, kann da passieren. Okay, jetzt haben wir das. Das brauche ich jetzt nicht mehr. So, jetzt kann ich eigentlich meine Python Web API aufrufen und ich muss zuerst mal den Link erstellen. Also quasi machen wir eine neue Variable, die heißt GroßLink und die ist, gehe ich mal hier rüber und kopiere mal den ganzen Link. So, jetzt der Link ist in Ordnung, aber
das Lena und das Grau will ich mit die Variablen Vorname und Nachname ersetzen. Und deswegen hier, die Gänsefüßle hören hier auf. Und dann in PHP verkettet man diverse Textelemente mit dem Punkt. So, und jetzt hier kommt dann die Variable Vorname. Dann wieder ein Punkt, dann Gänsefüßle auf. Dieses statische Lena geht weg. Und Nachname ist gleich Gänsefüßle zu. Und dann kommt die zweite Variable und nämlich Nachname und dann so, und jetzt habe ich dann auch meinen Link erstellt, also quasi den Link zu der Web-API, und wir können mal schauen, wie der ausschaut. So, und gehen wir hier, das ist unser PHP, und wenn ich jetzt hier gehe, dann habe ich jetzt was Falsches gemacht. Ach ja, Punkt. So, jetzt nochmal. So, und da sieht man, da ist jetzt der Link zur Web-API. Der ist genauso nach demselben Muster wie hier. Nur jetzt, das Schöne dran ist, dieser String orientiert sich an das, was wir eingegeben haben. Ja? Und jetzt kann ich eigentlich die Web-API aufrufen, indem ich dann lege mal neue Variable, Gruß Inhalt. Und das ist dann, da gibt es eine Funktion, die heißt File Get Contents in PHP. Und die bringt dann die Inhalte, oder die bringt quasi, die gibt dann zurück, was die Web-API ausgibt. Und diese Funktion erfordert einen Link, mit der kann man gewisse, wenn ich jetzt zum Beispiel File Get Contents wird oft benutzt, wenn ich jetzt den Inhalt einer Webseite in mein PHP-Skript haben will, dann benutzt man File Get Contents und man gibt den Link zu dieser Webseite, dessen Inhalt ich will. In dem Fall will ich den Inhalt meiner Web-API, und da ist der Link hier, Grußlink, und dann gebe ich dann quasi diese Variable hier ein. So, und dann muss ich nur noch diesen Inhalt quasi ausgebe, und da legen wir mal eine Leerzeile, das ist nicht so, und dann den Grußinhalt. So, und speichern. So, und wenn ich jetzt das mache, dann sieht man, jetzt hier haben wir jetzt quasi ein PHP-Skript, das Formularinhalte nimmt, schickt sie an der Python Web API mit dem Namen GroßPython mit den Parameter, die anhand von den Formulareingaben erstellt werden, und dann die Python Web API erzeugt dann ihre Inhalte, und die werden dann per File Get Contents zurück zum PHP geschickt, und die werden dann hier in dem PHP dargestellt. Und so sieht man, wie das funktioniert. Und wenn natürlich, wenn ich jetzt hier ein anderer Name eingebe, dann erscheint der Name auch hier. Und so funktioniert es. Jetzt, man kann noch eine kleine Verbesserung machen. Und zwar, das Problem ist so, wenn ich hier jetzt nichts habe, dann kommt eine Fehlermeldung, weil in dem Fall werden keine Inhalte an der Python Web API geschickt, und sie meldet einen Fehler, weil sie, machen wir das mal, weil sie schickt einen Fehler zurück, weil sie keine Inhalte hat, und ich will das vermeiden. Und zwar, man kann das so machen, man kann hier eine Wenn-Bedingung machen, und zwar, wenn s post Vorname existiert und $post Nachname, wenn die zwei existieren, also wenn die es gibt, dann soll dieses Skript ausgeführt werden, und zwar dieser Teil hier, also das da und das da. Ansonsten soll nichts stattfinden. Und genau. So, und wenn ich das jetzt probiere, so, jetzt habe ich gar nichts. Ich habe keine Inhalte und auch keine Fehlermeldung, passiert gar nichts, weil dieser Teil wird dann nur ausgeführt, wenn ich einen Vorname und Nachname habe. So, und wenn ich jetzt hier mache Ralf und ausführe, passiert auch nichts, weil beide müssen vorhanden sein. Also machen wir dann Baum. Und jetzt sind beide vorhanden, jetzt wird die Web-API aufgerufen und jetzt bringt sie ihr Resultat zurück. So, und so kann man von PHP oder mit PHP
Python-Skripte aufrufe, indem man die Python-Skripte zuerst als Web-API umwandelt und dann kann man diese Web-APIs per PHP aufrufen. Das wäre eine Methode, wie man von PHP auf Python zugreifen kann.